und nehme lieber das Gebiet hier für mich ein. So. Lassen wir mal meine Hexen kämpfen. Was haben wir denn da? Oh ja. Ich guck mal, ob meine Imps selber in der Lage sind, sie abzuholen, oder ob ich das wirklich machen muss. Nö, die holen sie selber selbstständig ab, das ist gut. Holen wir mal die ganzen Imps. Euer Zauberspruch böser Blick wurde verbessert. Hier rein. In der Arena ist vorbei. Aber ich denke mal, ich komme ziemlich gut voran. Blau hat eigentlich kaum eine Chance. Okay, Blau hat eine Flagge aufgestellt. Oh, und da oben kommt auch schon Grün. Sollte ich vielleicht hier mal dieses Ding einschlagen, oder? Und da kommt auch schon der grüne Gegner. Deswegen, ja. Kurzer Rückzug. Alle haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Hühnerfarm. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Jetzt muss ich mich langsam auch mal ranhalten. Mir fehlen noch 6 Helden. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Trainingsraum. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Casino. Euer Zauberspruch zusammenrufen wurde verbessert. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Arena. Es ist Zahltag. Eure Geschöpfe kommen nicht zur Schatzkammer. Yeah.
Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Jetzt wird das langsam etwas kritisch. Und ja, ich habe gerade ein bisschen nichts gesagt, weil ich mich so sehr konzentriert habe. Entschuldigung. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Gehst du endlich kaputt? Wie viel hältst du, blöde Tür, denn aus? Ah, nicht mehr so viel. So. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Und rufen wir nochmal den Horny, dann dürfte das Ganze jetzt schön rund laufen. Eine neue Spezies. Ach stimmt ja, ich habe einen Wachraum erobert. Den sollten wir gleich verkaufen. Ihr erbeutet einen Tempel. Ihr habt blutig den Tempel erobert. Nun werden die schwarzen Engel auf eure Taten aufmerksam werden. Habe ich zufällig... Ah, ich habe einen Helden, den ich opfern kann. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Ja, genau, Horny. Haut sie alle kaputt. Sehr schön. Und ich denke, damit sollten wir wenigstens das geschafft haben. Ihr habt einen gegnerischen Bach erobert. Und wir haben hier einen Haufen Gold. Wir einsammeln können und in unsere große Schatzkammer packen. Ich denke mal, damit haben wir das schon so gut wie gewonnen. Weil wir haben die nötigen benötigten Helden getötet, beziehungsweise Horny hat die meisten benötigten Helden. Wenn wir eure früheren Feinde erledigen können, wir werden euch helfen. Nur unter der Bedingung, dass ihr für uns ausreichend im weiten Boden steht. Jeder Tempel reicht für zwei unserer Brüder aus. Kauft ihr mehr, müsst ihr mehr Tempel zu unseren Ehren bauen. Euer Zauberspruch Beben wurde verbessert. Okay, wir haben es gehört, wenn wir... das ganze Gold erstmal losgeworden sind. Sollten wir hier einen Tempel und hier einen Tempel reingraben. Ja. Jetzt können wir Tempel bauen. Die sind sau teuer, aber wir haben ja das Geld. Und wir wissen, wo unsere ehemaligen. Welche Level haben diese Engel eigentlich? Die sind alle Level. Nein, die sind Level 10. Nur der eine ist Level 1. Okay. Das bedeutet, wenn wir an den da ran wollen. Euer Zauberspruch Gehirnwäsche. Schnappen wir uns einfach mal alle Engel. Euer Schlafsaal ist zu klein. Und setzen hier. Wo ist denn das? Hä? Okay, der. Reichlich Drinks im Casino. Blau ist tot? Warum ist. Warum zur Hölle ist Blau tot? Na, ist egal. Wir haben schwarze Engel. Warum auch immer Blau tot ist. Soll mir recht sein. Ich würde vorschlagen. Hä? Wo ist das Dungeon-Herz von denen? Euer Dungeon ist feucht-kalt. Baut eine Zentralheizung ein. Ihr erbeutet eine Brücke. Ja, das ist ja toll.
Wir sollen eine Zentralheizung in den Dungeon bauen. Eigentlich, warum sollen wir uns noch großartig Mühe geben? Wir haben gewonnen, so wie das aussieht. Unsere Level 10 Engel stürmen jetzt da wagemutig zum gegnerischen Dungeon Herz vor. Wir klopfen auf dem Weg dorthin erstmal alles. Ich kann mich sogar mal in einen reinbeamen. Der macht mit einem Schlag alles tot. Und schon sind wir beim Dungeon Herz. Na, ich denke mal, lange wird das nicht mehr dauern. Einfach mal. Oh, Engel können Skelette beschwören. Und wie viele Skelette? Hilfe. Das ist so ist übertrieben jetzt gerade. Ich wünschte, ich könnte noch den Horni rufen. Das würde das Ganze noch im Bar machen. Aber nein. So viele Engel sind mehr als ausreichend. Und so viele tote Imps. Naja. Wir haben nur noch 4 Imps. Sei es drum. Und da haben wir auch schon gewonnen. Das war mal richtig cool. Eine Zeit lang hatte ich ja schon etwas Angst, dass die Gegner vor mir die Engel auf ihre Seite ziehen könnten. Aber nö. Dank unserem Horni haben wir es sehr gut hingekriegt. Und der Sieg ist unser. Mal gucken, kriegen wir was Neues diesmal? Bittet in diesem Tempel die Götter der Unterwelt um Hilfe. Die Feuerfalle, 360 Grad Radius, 3000 Grad Celsius. Also der Spruch gerade eben mit der Feuerfalle war cool. 360 Grad Radius und 3000 Grad Celsius. Okay, dann gucken wir uns mal das Zwischenvideo an. Mit der Macht der schwarzen Engel kann kein Feind euch mehr widerstehen. Der große Sieg ist in greifbarer Nähe. Schon bald wird das Land an der Oberfläche den eiskalten Würgegriff der Finsternis kennenlernen. Ja, das Video gerade eben war wieder mal seltsam. Wie kann ein Skelett einen Schnupfen kriegen? Und ach ja, noch eine Erklärung zum letzten Video, also wo man Horni und den Ritter hat kämpfen sehen. Das sollte so eine Art Filmeinstellung sein. Und dann hat der Regisseur Schnitt gerufen, weil er nicht zufrieden war. Und dann hat sich Horni aufgeregt. Aber gut. Nein, Namen wollen wir keinen eingeben. Wir wollen weitermachen. Die Prinzen haben versagt bei ihrem Versuch, eure Kämpfer gegen euch zu wenden. Als Nemesis hörte, dass er die Unterstützung der schwarzen Engel verloren hat, bekam er einen Wutausbruch von apokalyptischen Ausmaßen, gelinde ausgedrückt. Aber ich bin sicher, er plant schon seine Rache. Doch hütet euch vor der Selbstüberschätzung. Ihr müsst immer noch Nemesis vernichten, die Prinzen finden und den König selbst besiegen. Ja. Jetzt bleiben uns nur noch 3 Missionen. So wie es aussieht, geht es jetzt endlich mal direkt gegen Nemesis und gegen irgendwelche Prinzen. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann.